Hallo, ich bin die Patricia. Ich bin der Milan. Hi, mein Name ist Selina. Ich bin die Ripley. Hallo, ich bin der Thomas und ich bin trans. Ich bin die Steffi. Ich bin 48 Jahre alt und eine Transfrau. Ich hatte das Glück, vor ein paar Jahren endlich transitionieren zu dürfen. Auch mir sind aber auf diesem Weg einige Dinge passiert und ja, eine Geschichte davon würde ich heute euch gerne mal erzählen. Bei meinem Ferienjob, als ich meiner Chefin gesagt hatte, dass ich krank bin und an dem letzten Wochenende nicht arbeiten kann, hat sie sich dann einfach irgendwas gesucht, womit sie mich dann beleidigen könnte. Und hat sich dann auf meine Transidentität gestürzt. Als ich einmal auf einer Frauen- bzw. Lesbenparty war, wurde ich von einem lesbischen Pärchen auf mein Trans-Tattoo angesprochen und dachte mir, okay, ich kriege jetzt gleich wieder die Standardfragen gestellt zu OPs, zu was ich zwischen den Beinen hätte etc. Und sie hatte mich dann gleich gefragt, ob ich einen Adamsapfel hätte. Die Antwort darauf wollte sie aber eigentlich auch gar nicht hören. Sie hat mir unvermittelt an die Gurke gepackt mit der flachen Hand, sich dann umgedreht und laut verkündet, aha, ist ein Kerl. Es ist ein paar Jahre her, da war ich auf der Wiesn und man muss dazu sagen, wenn man in die transfeminine Richtung transitioniert, ist das Passing am Anfang nicht wirklich besonders toll. Trotz Dirndl und trotz einigermaßen geschminkt zu sein, alle Leute müssen nach dem dritten großen Bier leider mal aufs Klo. Und ich stand ganz normal in der Schlange und dann gab es schon die ersten komischen Blicke. Getuschelt wurde zwischendrin. Dann kam die Klofrau, die Schlange entlang, blieb bei mir stehen, dreht sich wieder rum, geht einen Schritt zurück. Ja, also siehst du an hier fein verkehrt, gell? Ich habe erstmal nicht gewusst, wie ich reagieren soll, denn ja, ich war in der Minute so perplex, ich konnte eigentlich überhaupt nichts sagen, wusste auch jetzt nicht, soll ich aus der Schlange gehen, um andere nicht zu irritieren. In der Schlange, in der ich stand, war ich für mich richtig. Das war ich. Nur weil mein Körper ein paar Jahre hinterherhinkt, mein Geist ist ja schon immer in die Richtung gegangen gewesen, was auch immer. Und ich muss echt sagen, das hat mich sehr bestürzt. Ich war in meinem Zweitstudium und es ist Medizin und man geht davon aus, dass Mediziner sich natürlich sehr mit Menschen beschäftigen und auch den Umgang verstehen. Und ich war mit einem Studenten zusammen in den Kursen und ich dachte, der wäre wirklich empathisch und ich habe ihn als Freund gesehen. Er meinte, er müsste uns was Gutes tun und hat eine Einweihungsfeier gemacht. Und bei dieser Einweihungsfeier habe ich mir vorgenommen, nein, ich möchte das Thema Trans nicht auf den Tisch bringen, weil häufig passiert es dann, dass man nur noch über Trans spricht und das wollte ich einfach nicht. Und dann kam der nächste Tag und an der Uni sagte dieser Student zu mir, sag mal, warum hast du denn eigentlich gestern nicht darüber gesprochen? Das wissen doch sowieso alle, dass du trans bist. Dann meinte er zu mir, und das fand ich wirklich bedrückend und das berührt mich heute noch, er sagt zu mir, du hättest das aber ruhig allen erzählen können, weil es hat doch sowieso jeder gemerkt. Oder glaubst du allen Ernstes, dass dich jemals die Gesellschaft als Frau ansehen wird? Mir ist beim Bewerbungsgespräch eine Diskriminierung passiert, die mir sehr ins Mark und Bein gegangen ist. Ich wurde gefragt, ob ich im Job nicht als Mann auftreten könnte und das Frausein zu Hause ausleben möchte, so wie wenn das jetzt ein Hobby wäre oder wo man sich aussuchen könnte und das ist halt nicht. In der 9. Klasse auf der Mädchenrealschule habe ich Morddrohungen bekommen von zwei Schülerinnen aus meiner Klasse, die, also als ich mich als Transgender geoutet habe, die haben mir dann Nachrichten geschrieben von wegen, komm da und da hin, um 17 Uhr, wir stechen dich ab. Ich bin an die Schule, dann war Pause, die zwei Schülerinnen sind aufgestanden, sind vor mich und sind auf mich losgegangen, also haben mir meinen Hals aufgekratzt, mein Gesicht aufgekratzt, bis sich halt die ganzen anderen Neunklässler alle versammelt haben. Und ich durfte den ganzen Schultag nicht mehr in meine Klasse, weil ich zu aggressiv war, weil ich danach gegen eine Wand geschlagen habe. Musste dann zum Schulpsychologen, zum Vertrauenslehrerin, zur Rektorin. Ja, meine Mama hat mich dann von der Schule runter. Wichtig ist, dass man, wenn man beleidigt wird von irgendwem, dass man das auf jeden Fall meldet, weil nur so kann einem geholfen werden. Vielleicht ein Appell an die Gesellschaft, nicht in Schubladen denken, ein bisschen mehr hinterfragen und zur Not die Person auch selber ansprechen, höflich ansprechen und dann kann man vielleicht einiges klären,
wenn irgendwas zu Irritationen aufkommt und nicht von Haus aus mutmaßen. Das ist nicht Sinn der Sache. Auch wenn man es selber nicht als diskriminierend empfindet, sollte man es trotzdem melden, weil man auch eventuell andere dadurch schützen kann.